Servus, liebe Freunde, hallihallo, herzlich willkommen hier wieder zurück zum LS13, zum Revival. So, wir müssen unseren Mähdrescher abtanken, damit wir hier ja natürlich mit der Ernte weiterkommen. Und dann kriegen wir, denke ich mal, hier sogar schon so ziemlich einen Wagen voll. Das wäre natürlich super. So, hier warten wir kurz, bis er leer ist, weil das macht jetzt keinen richtigen Sinn. Oben ist eigentlich auch schon wieder voll, aber ich glaube, wir ziehen erstmal hier die Ernte durch, dass wir das fertig kriegen. Dann können wir nämlich hier auf der 10 schon mal wieder anfangen. Wenn sich das ein kleines bisschen nach hinten verschiebt, dann ist das halt so, aber ansonsten macht es ja jetzt nicht wirklich viel Sinn. Ich will jetzt auch nicht nochmal extra ein zusätzliches Abtankgespann kaufen. Wir haben ja eigentlich hier das ganz gut immer hinbekommen und ich denke mal, das kriegen wir jetzt auch hin. So, dann stellen wir den mal weit weg, dass der da wieder Platz hat. So, muss nur warten, bis der Freund hier mal rausgefahren ist. Das dauert immer so 1,2 Sekunden. So, gut. Stellen uns direkt hier neben dran. Hier können wir mit dem Stroh weitermachen. So. Viel ist es nicht mehr, was reinpasst, aber ich denke, die Spur machen wir fertig. Dann fahren wir direkt runter. Weil dann nochmal hochfahren und dann wieder runterfahren macht, glaube ich, nicht viel Sinn. Und wir kriegen hier ja auch den Wagen fast voll. Ja, wir kriegen hier eine ganze Menge rein. Da werden jetzt noch 7000 Liter, die fehlen. Nur noch 6000, also das geht. So. Ja, das ist in Ordnung. So. Ja, das schaut doch gut aus. So, dann flitzen wir mal schnell runter. Das ist hier nicht weit. Geben das gerade bei der BGA ab. Und ich denke mal, den Rest kriegen wir dann nochmal mit einem Ladewagen rein. Das dürfte ohne Probleme passen. So, natürlich, wie gesagt, wir werden natürlich hier weiter unsere Folgetierchen kaufen, das ist klar. Das Geld möchte ich schon liebend gerne investieren, weil die Kühe uns eine Menge Geld bringen. So. Und dann konzentrieren wir uns ein bisschen auf die 17. Machen da die Ernte entsprechend weiter. Und unten die 19 ist ja auch schon erntereif. Da müssen wir dann entsprechend mit dem großen Case runterfahren. Das kriegen wir aber so ganz gemütlich gechillt nach und nach runter. Wir haben ja jetzt keinen Grund, dass wir uns jetzt hier sozusagen noch hetzen müssen. Das, denke ich mal, passt soweit alles. So wie es immer ist, wenn wir Stroh einsammeln, werden wir natürlich jetzt erstmal gucken, was die Kühe noch möchten. Dass die immer mit Stroh gut versorgt sind, denn das bietet sich hier an, wenn wir hier unten sind. Dann kann man das auch gleich hier ein bisschen aufstocken. So, einmal gucken, wie viel sie möchten. Ja, und da kommt schon wieder ein bisschen was zusammen, ne? Schaut mal hin. Alter Schwede, die wollen eine ganze Menge Stroh haben. Boah. Das war richtig viel. Das waren 16.000 Liter Stroh. Naja, aber dafür haben wir es ja, ne? Also, das ist ja der Sinn, dass wir das Stroh einsammeln. Das mit der BGA ist ja praktisch nur eine Zusatzeinnahme, die wir haben. Aber die Versorgung der Tiere ist natürlich Priorität Nummer 1, weil da wollen wir ja schauen, dass wir auch richtig viel rausholen. Also mit Mischfutter werde ich jetzt nicht mehr anfangen. Das wird zu aufwendig, mit dem Mischfutterwagen da nochmal loszulegen oder alles mit Ballen zu machen und so. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht. So, jetzt kriegen wir noch ein bisschen Geld rein. Und die BGA kann jetzt auch wieder ein wenig Gülle produzieren. Das ist auch sehr schön. So, und schon sind wir wieder auf unseren 29.000. Ne? Trotz jetzt mittlerweile 2 gekauften Tieren sind wir wieder da. Das ist halt angenehm, dass wir sozusagen durch die Nebenprodukte und die passiven Einkommen eigentlich trotz Investitionen unseren Geldbestand halten. Und das bringt uns natürlich auf Dauer mehr Geld. Das ist halt gut. So, dann düsen wir wieder mal hoch. Also der Case hier, den zu holen, das war eine super Entscheidung. Das war schon eine richtig coole Geschichte, da der Magnum 340. Denn der hat natürlich genug Power, sodass wir da ohne Probleme, auch egal was wir hinten dran gehängt haben, eigentlich sehr, sehr gut zurande kommen. Milchtechnisch können wir gleich mal schauen, wo wir stehen. Da stehen wir aber nicht. Falsche Taste. Entschuldigung, das ist ungewohnt. Ich habe die ganzen Tage jetzt LS19 aufgenommen. So, 18.000 Liter haben wir schon wieder. Wow, das ist nicht schlecht. Und wir haben noch 3 Stunden, bis das im Prinzip geholt wird. Also über die 20 kommen wir dicke. Das heißt, auch da kriegen wir dementsprechend noch ein bisschen Geld rein. Das
sehr, sehr gut. Andere Sache ist jetzt Erntestufen, wie gesagt, die 19, danach 15, 16, also da können wir an dem kleinen Case eigentlich das Maisgebiss direkt ranlassen. Die 17 müssen wir dann grubbern und neu einsehen, damit wir auch dort dann wieder gut aufgestellt sind. So, und hier haben wir, glaube ich, jetzt nur noch drei Spuren. Das kriegen wir in einen Ladewagen rein. Das ist gar kein Problem. Der Mähdrescher ist schon wieder voll und ist in der vorletzten Spur. Das ist natürlich sehr angenehm, weil dann können wir gleich hier mit der Kondor starten. Das ist gut. So, hier fahren wir natürlich nützlicherweise gleich arbeitend hoch. Ich habe es heute wieder. Weil dann sparen wir einfach hier das Hin- und Hergerenne und können das gleich mitmachen. Das ist so viel besser. So, hier springen wir mal raus, tanken den Freund kurz ab. Und ich denke mal, der Kipper wird nochmal fast voll. Obwohl wir jetzt schon über 20.000 Liter weggeräumt haben. Also da sieht man, es kommt eine Menge rein. Also ich denke, den kriegen wir nicht. Vielleicht wäre das sogar nochmal ganz voll. Das wäre natürlich cool. Müssen wir beobachten, aber ich glaube, da haben wir ganz gute Karten. Da haben wir ganz gute Karten. So, während der abtankt, können wir ja hier weitermachen. Dum, dum, didum, dum, 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 didum, didum, dum, dum, didum. So. Hallo, Freund Magnum. Sodelé. Ach, ich mag die Case. Also Case sind echt super, super Geräte. Sowohl Mähdrescher als auch Traktoren. Wenn ich nach Mods im LS19 gucke, schaue ich schon meistens, wenn ich da in der Richtung was suche, ob ich irgendwo was von Case finde. Ich mag Case, ehrlich. Die sind richtig gut. Also ich würde jederzeit den Case einem Deutz oder einem John Deere vorziehen. Aber das ist ja, wie gesagt, auch wieder so ein bisschen persönliche Sache. Das sieht jeder anders. Manche haben halt dafür eine Vorliebe, manche dafür. Fendt ist ja irgendwie gar nicht hier vertreten. Das kommt ja erst später mit ins Spiel. Da habe ich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen. Aber so wie es hier läuft, ist, denke ich mal, dann der Case doch die bessere Wahl. So, und hier sieht es gut aus. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Wir seppen mal durch. Da haben wir jetzt die Düngung. Ach so, wir wollten dann erst düngen. Und dann, wo haben wir eigentlich die Kondor? Da, das ist ja die Kondor. So, die können wir doch hier zuklappen. Wechseln schon mal auf Weizen und können doch dann eigentlich schon mal direkt zur 10 hochfahren. Ne? Denn die muss ja dann sowieso erstmal ein bisschen arbeiten. Und dann kann die doch hier gleich im Prinzip schon loslegen, weil wir sind ja mit der Ernte fast durch. Und dann kann die hier schon mal Gas geben. Ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Fahre ich jetzt richtig? Nee, ich fahre natürlich nicht richtig. Ach, ich werde schon wieder zum Kuhstall runtergefahren. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber hier an dieser Ecke verfahre ich mich jedes Mal. Das ist irgendwie total vertrickst. Keine Ahnung warum. Ich verballer mich hier jedes Mal. Aber seitdem ich den 13er spiele, schon immer, ich verhaue mich hier jedes Mal an der Ecke. Keine Ahnung, wieso das bei mir sich so eingebrannt hat. Ich weiß es wirklich nicht. So, klappen wir den Kollegen schon mal aus. Der kann eigentlich auch schon loslegen. Das passt locker. Der ist fast durch mit der Ernte. Das ist gut. Wir brauchen dann nur noch das bisschen Stroh einsammeln. Dann haben wir es. So, dann fahren wir mal hier anständig ran. So, dann kann der hier starten. Gut, dann der ist klar. Der ist klar. Den können wir gleich mal runterfahren. Der kommt runter, dann haben wir auch Platz hier, um das Stroh einzusammeln. Und dann sieht das doch schon ganz gut aus. So. Den fahren wir jetzt aber nicht zum Abtanken nebendran, da ist noch genug Platz bis unten hin, hoffe ich. Sondern wir switchen direkt zu unserem Strohmenschen, dass wir hier weiterkommen. Denn wie gesagt, die Kondor kennt keine Gnade. Ja, die haut durch. Gut, wird vielleicht irgendwann blockiert, aber das wollen wir natürlich jetzt nicht unbedingt hier riskieren, beziehungsweise mit in Kauf nehmen. Das ist Quatsch. So, hier sind wir durch. Wir fahren mal mit Vollgas runter, weil dann machen wir eine Spur hoch, eine Spur runter und dann ist gut. Dann haben wir nämlich das Stroh im Sack. Sehr gut. So, der ist fast voll, aber ich hoffe, der schafft es noch.
Oh, sieht gut aus. Jawohl, Ernte fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann haben wir das Stroh auch gleich eingesammelt. Dann passt das. Dann kann die Kondor hier werkeln. Danach düngen wir noch. Aber das geht ja mit unserem neuen Düngestreuer auch jetzt extremst schnell. Da bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir hier im Prinzip die größere Variante gewählt haben. Mit den 36 Metern. Das ist viel, viel angenehmer. Und braucht unterm Strich halt auch weniger Geld, ne? Weil der Düngestreuer bei der Kondor mit der Kombi war schon angenehm, aber beim Drehen und so, da läuft der Düngestreuer immer weiter. Das kostet alles Kohle. Und ihr seht, wie schnell das Geld jetzt runtergeht durch die Einsaat. Aber das werden wir natürlich gleich mehr als kompensieren, wenn wir dann entsprechend hier den Weizen verkaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Da kriegen wir das Geld gut wieder rein. Muss ja auch so sein, ne? Ansonsten wird sich ja alles nicht lohnen. Gut, Stroh haben wir dann gleich fertig. Das können wir dann ruhig runterfahren, denn unten an der 19 müssen wir, glaube ich, auch wieder mit Stroh arbeiten. Von dem Punkt brauchen wir das nicht hier oben verkaufen, da können wir das unten ausnutzen. So. Gut, dann ist die 10 soweit schon mal am Arbeiten. Und der ist fertig. Ich weiß jetzt nur nicht, ich glaube nicht, wir kriegen, dass wir das alles aufgenommen kriegen. Da steht jetzt ein bisschen im Weg, das ist doof. Aber das kriegen wir auch gedeckelt. Machen wir nämlich jetzt ganz einfach. Wir tanken das Kerlchen ab. In der Zeit machen wir das Stroh fertig. Und dann können wir den Case im Prinzip runterbringen zur 19. Können uns dann hier mit dem Kipper aber erstmal auf das Feld 17 konzentrieren. So, so sieht es gut aus. Dann kann der erstmal leer machen. Und der wird, glaube ich, nochmal richtig voll, der Kipper. Oh ja, der wird nochmal richtig voll. So, hier schnell den kleinen Rest einfahren. Dann ist die 10 erledigt. Der ist noch am Abtanken. Ja. Dann können wir mit dem schon runter. So, 40.000, 42.000 Liter nochmal. Wow, das ist richtig viel Zeug. Das ist nochmal eine richtige Menge. Also das heißt, wir haben hier knapp 100.000 Liter Stroh rausgeholt. Uff, ja, nicht ohne, ne? Nicht ohne. Gut. Bam, 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 bam. Wie gesagt, 17 machen wir dann gleich als nächstes, dass der da weiter ernten kann. Das ist sonst ein bisschen doof. Aber dann sind wir ja auch schon mit dem Multitasking eigentlich fast fertig hier mit den Ernten. Das geht danach relativ entspannt. Das war jetzt nur das eine, wo wir halt drei Felder auf einen Schlag hatten. Aber das kriegen wir jetzt, denke ich, ganz genüsslich hier hin. So, unsere Gewächshäuser sind auch fleißig am Produzieren. Die haben wir ja vor drei Folgen erst alle aufgefüllt. Das heißt, da brauchen wir uns erstmal noch keine Gedanken machen. Das läuft. Unsere Kühe dürfen auch schon ein bisschen wieder vorankommen. Ja, wir sind jetzt schon bei 20.000. Oh Gott, und haben noch 1,5 Stunden, bis geholt wird. Also das ist super. Da kommen wir vielleicht sogar schon fast in Richtung 30.000 Liter. Puh. Ja, bringt uns wieder Geld. Alles, was Geld einbringt, ist gut, würde ich sagen. Ja, das hilft uns ja hier voranzukommen und groß zu werden. Und das ist ja das Ziel. So, dann. Oh, BGA hat sogar noch zu arbeiten. Wow, ja gut, ist natürlich mit dem größeren Ladewagen auch wieder eine andere Geschichte, ne? So, das läuft. Wir sind mit dem erstmal dran. Der ist voll. Und er hat noch was drin. Ach, lieber Gott, der ist voll und wir haben noch was drin. Dann fahren wir das erstmal, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, zum Güterbahnhof. Dass wir da schon mal wieder ein bisschen was reinkriegen. Ihr seht, um Geldbestand unten. Ja, das Stroh wird unten schön brav verkauft. Das läuft. Da haben wir noch einen kleinen Rest übrig. Eieiei. Aber gut. Ist ja nicht so schlimm. Das macht ja nichts. So, wenn wir das hier jetzt abgeben. Dank unserer schnellen Maschine ist das ja ruckzuck erledigt. So, und diesmal auch nicht irgendwo hängen geblieben. Ich bin ja fast schon stolz auf mich. Aber nur fast. So, noch ein Stückel vor und einmal abgeben. So, und jetzt kommt auch noch ein bisschen Geld rein. Der ist soweit klar.
So, und der ist auch klar. Da müssen wir jetzt runterfahren mit. So, wir können eigentlich schon ein Stückchen dem entgegenfahren. Vorzugsweise in die richtige Richtung. Ich muss immer erst noch mal kurz gucken. Ich war immer die falsche Richtung. Ich weiß auch nie warum. Während der andere da unten verkauft hat. Aber ihr seht, da kam jetzt schon ein ganz gutes Geld rum. Gar nicht verkehrt, gar nicht verkehrt. So, den stellen wir mal hier auf die Seite. Dann sind wir schon mal auf dem Weg nach unten sozusagen. Oh, das Schild war aber hartnäckig. Gut, aber das war jetzt halt doof gelaufen sozusagen. Dann holen wir uns unseren LKW wieder. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Schilder-Raudi, aber na gut. So einmal darf ich ja auch. Kommen wir hier rum? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja, das wäre ja auch zu schön gewesen, wenn wir einmal hier direkt rumkommen. So, komm, zieh. 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 So, dann müssen wir nämlich jetzt den restlichen Weizen noch einsammeln. Das bringen wir aber dann gerade ins Hofsilo und fahren direkt zur 17 weiter, dass der da auch endlich vorankommt. Aber das wollte ich jetzt schon mal verkaufen. Das bringt uns ja schon mal eine ganze Stange Geld. Weizen ist jetzt zwar nicht der ertragreichste Fruchtsorte, aber immerhin. Wir sind jetzt schon auf 68.000 Euro. Und das ist, denke ich mal, schon eine ganz stolze Summe. Düngen können wir hier links auch gleich noch. Dann ist das Feld schon wieder fertig. So. Einmal schnell hier noch die restlichen Literchen abtanken. 440 Liter, echt jetzt. 470 Liter. Boah, die hättest du doch auch noch irgendwo drauflegen können, oder? So ein großer Kipper. Der hätte man noch ein bisschen gedrückt und dann wäre das auch gut gewesen. Nein. Eieieiei. Na gut. So. Dann bringen wir die schnell weg. So. Das ist ja nicht wirklich jetzt viel gewesen. Gut, und dann fahren wir mit dem gleich mal auf die 17. Wenn wir den erstmal leer haben, kann der die nächsten 1, 2 Spuren sich entsprechend vornehmen. In der Zeit können wir dann mit dem Mähdrescher runterfahren, also von daher haben wir dann auch ein bisschen Arbeit. Und der kann hier erstmal weitermachen, weil es ist blöd, wenn die Ernte jetzt hier stillsteht, deswegen. Die 10 hat sich jetzt angeboten, das ging relativ schnell. Aber hier müssen wir natürlich schon schauen, dass wir da auch vorankommen. So. Schauen, ob wir hier anständig drunter kommen. Passt das? Passt. Super. Mal gerade gucken, wie wir drunter gefahren sind. Oh Gott. Na, passt noch nicht ganz, ne? Wir sollten noch ein Stückchen vorfahren. Das würde helfen. Okay. Ja, dann Mähdrescher runter. Wie gesagt, auf der 17 kann es jetzt erstmal weiterlaufen. Das ist in Ordnung. Wir werden dann da unten entsprechend schauen, dass wir die Ernte auf der 19 noch einfahren. Da hat der ja auch erstmal noch ein bisschen Arbeit. Dann können wir die 10 düngen, dann ist die schon mal fertig. Ich bin dann immer so ein Freund, ihr wisst das ja, dass ich dann so einen oder den anderen Arbeitsschritt komplett fertig mache. Das ist zwar vielleicht vom Rhythmus her nicht das Sinnvollste, aber zumindest haben wir dann den Vorteil, dann können wir uns um das Feld, brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Das ist dann abgehakt, das ist fertig. So, ich trinke mal schnell ein Schlückchen. Oh, das ist gut. So. Okay, also. Die drei Erfolge, die wir jetzt brauchen, sind 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen. Das ist natürlich eine Menge Geld, die jetzt hier angefragt ist. Da müssen wir natürlich jetzt noch einiges machen. Ich fahre jetzt nur extra hier außen rum, weil ich habe nämlich keinen Bock, das Schneidwerk einzuklappen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich echt eigentlich überhaupt keinen Trieb drauf. Bin ich zu faul für. Bis das jetzt eingeklappt ist, wir angekuppelt haben, dort wieder ausgeklappt ist. Nee. Sorry. Gut. So, den Radler, der brauchen wir ja noch nicht drüben. Da können wir vielleicht gleich höchstens gucken, ob wir den Rest Mist, den wir noch drin haben, ob wir den noch verteilen können in die eine oder andere Station. Aber ich glaube, das hält ja auch dann immer ziemlich lange. Wie viele Tage weiß ich jetzt gar nicht, aber es hält schon eine ganz schöne Zeit. So, wir nähern uns unserem nächsten Einsatzort.
auf der 17. Die Ernte läuft jetzt zumindest schon mal weiter. Das ist gut. Das ist auch wichtig. Die Condor müsste eigentlich bald fertig sein. Und wie gesagt, wir gehen dann gleich noch ans Düngen. So, Strohhäcksler ist noch ausgeschaltet. Das ist gut. Das heißt, wir dürften hier dann auch gleich entsprechend noch Stroh rauskriegen. So, das ist gut. Den stellen wir mal auf die Seite, damit wir hier nicht im Weg stehen. Und der Kollege hier auch jetzt anständig weiterarbeiten kann. Kommt er nämlich schon angewackelt. So, wir schnappen uns den Düngestreuer und werden hier mal ein bisschen düngen. Jetzt muss ich wieder gucken. Ich habe keine Ahnung, wie breit das Ding eigentlich war. Wegen der... Achso, ich muss das Gerät wechseln. So. Das passt sogar, ne? Ja, das passt sogar ziemlich gut, glaube ich. Ja, dann gehen wir hier auf die Fahrstufe 2, schalten den ein. Und dann kann er loslegen. Oh ja, das passt aber. Sowas von passt das. Sehr schön. Ja, da geht das Düngen relativ zügig von der Hand. Das ist gut. Das geht auch nicht mit Helfer. Also das müssen wir schon selbst machen. Aber mit der Arbeitsbreite ist das ja jetzt nicht wirklich ein Problem. Ne? Also das kriegen wir ja ganz, ganz geschmeidig hin. Das passt. So, dann kommen wir eigentlich ganz gut voran. Geldtechnisch sieht es im Moment noch ein bisschen schwach aus, aber das kommt natürlich noch, weil wir ja jetzt erstmal die Sachen einfahren müssen, neu vorbereiten. Das kostet auch alles wieder Geld. Die Früchte unserer Arbeit, die sammeln wir später ein, wenn wir verkaufen. Im Moment sind wir dann natürlich noch zeitlich nicht in der Lage dazu. Das kommt aber auch noch. Ich denke mal, wir werden da auf alle Fälle zwischendurch irgendwo noch einen Moment finden, mit dem wir dann ja, mal schnell ein paar Kipper wegfahren können. Ich stelle mir jetzt nur noch so ein bisschen die Frage, wollen wir das jetzt mit der großen Nachfrage weiter so ziehen und dem Vorrat, oder wollen wir das einfach verkaufen? Ich glaube, wir behalten da nochmal unseren Mindestvorrat, falls doch mal eine große Nachfrage kommt. Das wäre natürlich eine immense Chance, hier sehr zügig an Geld zu kommen und unsere Einnahmen zu steigern. Ja, das behalten wir. Also das, was jetzt eingesammelt wird, eingeerntet wird, das können wir verkaufen. Aber den Mindestbestand, den lassen wir dann doch drin. Finde ich besser. So, hier, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube nur, ich fahre nach rechts nicht optimal von der Breite. Können wir, glaube ich, noch ein Stück weiter raus, aber wir gucken jetzt erstmal, wo wir dann rauskommen. Das sieht man so schwer, ne? Ah, ich kann sogar noch ein Stückchen weiter rauszoomen. Das ist natürlich gut. Das ist gut. So, aber wenn man das jetzt hier mal sieht, der Dünger ist eigentlich gar nicht teuer, ne? Der kostet nicht viel. Also wir haben jetzt wenig verbraucht für das große Feld und das hat jetzt auch vom Geld nicht wirklich viel ausgemacht. Das sind, glaube ich, 2000 Euro oder 3000 für eine komplette Füllung. Also ist eigentlich fast vernachlässigbar. Aber natürlich, wenn wir die Gülle haben, möchte ich sie auch nutzen, ne? Sofern es möglich ist. Also auf der 19 würde ich sagen, setzen wir ruhig den Güllestreuer wieder ein. Wir gucken mal, die BGA dürfte ja jetzt ein bisschen was haben. Die Kühe produzieren ja auch ihre Gülle, also vor dem Punkt geht das. Da brauchen wir uns eigentlich erstmal gar keine Gedanken machen. So, dann haben wir hier aber, denke ich, relativ schnell die Sache wieder vom Tisch. Das dürfte sogar, wenn wir Glück haben, für die 17 noch reichen vom Düngen. Das wäre natürlich nicht schlecht. Da können wir auch gleich dann im Prinzip hinfahren. Ich denke, wir müssen sowieso gleich wieder abtanken. Das machen wir aber zuerst. So, Feld 10 ist komplett abgeschlossen. Das ist gut. So, wir switchen hier rein. Oh, kommt langsam ein bisschen voran. Ja, man muss ihm nur die Möglichkeit geben, abzutanken. Ne? Dann geht das auch. So, lassen wir uns überraschen, wo er steht. Da steht er. Und er steht, oh, er steht sogar gut für uns. Er steht sogar sehr gut für uns. Das ist schön. So, dann haben wir das. Die Condor ist fertig. Da würde ich sagen, wechseln wir aber jetzt mal auf den Raps und dann fahren wir damit mal runter zur 19. Denn da müssen wir natürlich dann auch wieder einsehen. Ich denke mal, der Helfer unten wird wahrscheinlich schon sehnsüchtig auf was zum Abtanken warten. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Das ist natürlich ein bisschen Fahrerei, aber das schaffen wir auch. Die zieht nach links. Ist ja auch seltsam. Das ist kurios. Okay. Aber kriegen wir hin.
Wenn er jetzt im Hintergrund leicht ein bisschen laut wird, nicht erschrecken. Bei uns wird heute Biomüll geleert. Da gehe ich mal von aus, dass die Kollegen das gerade waren, die da hochgefahren sind, die Herrschaften in ihrem weißen Press-LKW. Ist auch ganz gut, ich habe Biotonne Rappel voll. Ich habe so viel Unkraut, aber durch meinen ja doch noch angeschlagenen Rücken, das wird irgendwie auch nicht besser, ich weiß auch nicht warum. MRT ist ja jetzt gemacht, ich bin jetzt gespannt, am 17.06. habe ich jetzt den nächsten Termin beim Orthopäden. Da werden wir dann mal rausfinden, ob der mir jetzt mehr sagen kann. Ansonsten müssen wir uns die Brust und die Halswirbelsäule angucken, also das wird sich wohl alles noch ein bisschen ziehen. Aber ich kämpfe mich natürlich weiter wacker durch. Dementsprechend kann ich auch nicht so viel im Garten machen. Das Unkraut wächst wie verrückt, also, aber ich komme irgendwie im Moment nicht so wirklich hinterher. So, der ist voll, das ist doof. Das ist ganz, ganz doof. Weil der steht jetzt da unten rum und kann eigentlich nichts machen. Machen wir anders. Wir nehmen mal den Helfer da raus. So, und kümmern uns jetzt erstmal hier um die 17. Weil hier ist viel Folgearbeit gefragt. Wir müssen hier grubbern, düngen, einsehen. Da haben wir einiges an Arbeiten. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt hier erstmal. Außerdem, wenn wir hier einen vollen Kipper haben, können wir den auch gleich verkaufen. Ja, bringt uns ja dann auch wieder ein bisschen was. Denn wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir auch vom Bargeldbestand ein bisschen nach oben kommen. Heißt jetzt nicht, dass ich gar nichts mehr investieren will, aber natürlich primäres Ziel reich werden. Und jetzt da nochmal irgendwie Kleinkipper uns organisieren, wegen dem einen Feld da unten, macht auch nicht wirklich viel Sinn. Ich meine, auf der anderen Seite, der fährt ja hier ziemlich lange, ne? Wir sind schnell. Kommt, dann packen wir das weg. Dann verkaufen wir das später, weil bis der jetzt voll ist, haben wir unten abgetankt, dann kann der unten weitermachen. Ist, glaube ich, die bessere Lösung. Weil wenn das dann am Wachsen ist, dann geht das und die nächsten Wachstumsstufen stehen ja sozusagen schon in den Startlöchern. Und wir sind ja ziemlich zügig, also ich glaube, da können wir das dann doch lieber so machen. So. Das passt doch ganz gut. Lässt sich auch schnell abtanken, ist ja auch kein Thema. So, und unsere Bestände wachsen natürlich jetzt dadurch immer weiter. Das ist krass. Das ist so derb, weil wir kommen einfach nicht dazu, das Ganze zu verkaufen. Da, wir haben schon zwei Felder mit, also zwei Fächer sozusagen mit über 300.000 Litern. Raps und Weizen und keiner Mais steigt jetzt auch noch da rein. Das ist richtig böse, richtig böse. Also wir müssen verkaufen. Wir haben über 1 Million Liter da drin. Das sind 600.000, 700.000 Euro locker. Da müssen wir echt gucken, dass wir mal ein bisschen was wegkriegen. Und wir haben schon einen Hänger verkauft, ne? Oh, das ist ja, man sieht ja, das sieht aus, als ob das eigentlich gar nichts wäre. Das ist unglaublich. So. Gut, das werden wir uns in der nächsten Folge dann nochmal genau anschauen, wie wir das taktisch am besten deichseln. Denn, hier müssen auf alle Fälle hier ein bisschen Platz kriegen. So, der ist in der Spur. Das heißt, er ist hier hochgefahren. Dann steht er eigentlich für uns jetzt gut. Und dann kann nämlich der Helfer da gleich weitermachen. So, bevor wir das machen, muss ich aber dann erstmal den Helfer starten. So. Weil ansonsten fährt er nämlich jetzt gleich los. Das wäre natürlich sehr ungünstig. So, jetzt kann es ganz kurz ein bisschen laut werden. Oh, obwohl, ich höre gerade, das Mikrofon schirmt so gut ab. Ich glaube, ihr kriegt das gar nicht mit. Ja, doch, so ein klein bisschen hat man es, glaube ich, gehört. Aber wie gesagt, die kommen halt immer brav, die Jungs. Die sind echt super. Also ich bin da auch total froh, dass ich da so coole Leute habe, die hier das abfahren. Die helfen mir auch mal, wenn ich was nicht tragen kann oder so. Und sagen auch, komm, stell was nebendran. Also ich bin da echt froh, dass wir da so coole Leute im Team hat, die hier einen unterstützen. Finde ich echt schön. Macht Spaß. So. Gut, dann haben wir das. Hier können wir mit dem Stroh loslegen. Beziehungsweise vorbereiten. BG arbeitet immer noch. Klar, wir haben ja auch ein bisschen was reingepackt, ne? So, und bei der 16 dürfte jetzt schon wieder voll sein, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Denn wir sind jetzt wieder am Ende für heute. Haben aber schon eine ganze Menge eigentlich erreicht. Das ist schon
gut, was wir hier geschafft haben. Wir haben jetzt so 30.000, 40.000 Euro dazu verdient, haben schon wieder über 100.000 Liter zusätzlich zur Verfügung zum Verkauf. Das ist natürlich jetzt auch so ein Punkt. Mit dem Weizen weiß ich jetzt gar nicht, ob der Preis stark untergeht, weil wir eben Weizen verkauft haben. Das müssen wir uns in der nächsten Folge mal angucken, wie sich das entwickelt. Hier können wir in der nächsten Folge loslegen. Ich würde dann fast sagen, wir tanken hier den dann nochmal ab. Obwohl, der ist so schnell fertig hier, ne? Das geht ratzefatz. Wollen wir die Ernte noch schnell durchziehen? Weil das sind noch vielleicht drei Spuren, die der hat, dann ist der fertig, ne? Also nicht heute, aber generell, bevor wir dann zur 17 hochgehen, dass wir dann nicht dauernd hin und her fahren müssen. Weil der macht das schnell. Der macht das richtig schnell. Das ist schon cool. Er ist schon fast wieder voll. Unglaublich. Ich denke, wir kriegen ja wahrscheinlich sogar fast einen vollen Kipper raus. Das ist natürlich gar nicht ohne. So, 68,6. Ah, das ist gut. Da stehen wir doch gar nicht schlecht. Guck mal hier. Oh je, schon fast ein Drittel voll. Ein bisschen was ist noch drin und er erntet noch. Also ich glaube, wir ziehen das hier unten schnell durch in der nächsten Folge. Das ist ja relativ schnell gemacht. Was natürlich jetzt noch interessant wäre, jetzt noch überlegen, ob ich das noch mache oder nicht. Nö, wir machen das so weiter, wie wir es haben. Ich glaube, das ist das Einfachste. Weil ich hatte schon überlegt, ob ich noch einen Mod mit reinnehme. Aber nee, wir haben jetzt die ganze Zeit ohne Mods gespielt, dann bleibt das jetzt auch so dabei. Das ist gut so. So, mit dem können wir runterfahren. Ich mache schon mal den großen Hofknicks, sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Hoffe, ihr seid natürlich jetzt trotz Ende der Challenge hier bei dem Revival weiter mit dabei. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr deswegen jetzt hier mir trotzdem die Treue haltet. Und in dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.